Hallo Kinder, ich begrüße euch zum Training am Mittwoch. Heute, einen Tag vor Weihnachten, habe ich mir gedacht, ich ziehe mal den roten Anzug an, damit es ein bisschen weihnachtlich aussieht. Ihr braucht heute einen Ball und ein paar Kegel. Ich habe jetzt 5 Kegel mitgenommen, ihr könnt auch 4 Kegel nehmen, 6 Kegel, 7 Kegel, wie ihr wollt. Ja. Gut, dann baue ich mal schnell auf. So, aber bevor wir anfangen, hat Claudi noch eine kleine Warmachübung vorbereitet, nämlich unser Pferderennen. Ja? Viel Spaß mit Claudi und ihrer Familie. Wir laufen. Und da vorne kommt ein Wassergraben. Und noch ein Wassergraben. Und wir laufen weiter. Und Rechtskurve. Und Linkskurve. Und Fledermaus. Und Wassergraben. Und auf dem rechten Bein. Und wir laufen weiter und auf linken Bein. Und schnell weiter. Und wir laufen noch ein bisschen schneller und ein bisschen schneller. Und da kommt ein ganz großer Wasserkram. Und eine Rechtskurve. Und eine Rechtskurve. Und noch ein Wasserkram. Und ein Fledermausfallen. Und wir sehen das Ziel. Und 5, 4, 3, 2. Eins! Super! Okay, bei den ersten Durchgängen haben wir den Ball immer in der Hand, weil wir wollen immer einen Ball dabei haben. Laufen an unseren Kegeln einfach erstmal vorwärts hin und vorwärts zurück. Und das Ganze mache ich euch vor und ihr macht es dann so 3 bis 5 Mal nach. Alles klar? Ab geht's! Das war schon mal super. Beim zweiten Durchgang machen wir das Ganze rückwärts. Also, rückwärts hin, rückwärts zurück. Los geht's. Beim dritten Durchgang laufen wir seitlich, ja, sodass die Innenseiten überall so ein bisschen aneinander knallen. Wir gucken immer in die gleiche Richtung und ab geht's. Beim vierten Durchgang laufen wir über Kreuz oder auch Sternlauf genannt. Das heißt, ihr stellt eure Beine immer kurz über Kreuz, dann wieder gerade, über Kreuz, wieder gerade. Und los! So, bei den nächsten Durchgängen kommt der Ball an den Fuß. Ja, weil wir sind ja ein Fußballer, das heißt, wir wollen auch was am Fuß machen mit dem Ball. Im ersten Durchgang probieren wir den Ball mit unseren Innenseiten, ja, hin und her zu spielen, auch wieder vorwärts hin, vorwärts zurück. Zeigen wir, was wir können. Los geht's. Danach nehmen wir nur unseren rechten Fuß und dabei beachten wir, dass wir dann, wenn wir mit nur einem Fuß laufen, dass wir dann immer wechseln zwischen Innenseite und Außenseite. Hier auch wieder vorwärts hin, vorwärts zurück.
Und da wir nicht nur einen Fuß haben, sondern zwei, das Ganze nochmal mit dem linken. Viel Spaß! Und wir haben ja nicht nur die Innenseite und die Außenseite, sondern auch unsere Sohle. Deswegen machen wir das Ganze jetzt mit der Sohle. Und zwar rückwärts. Das heißt, ihr stellt euch mit dem Rücken zu eurer Lauflinie. Und auf dem linken Fuß werden wir zuerst hüpfen und ziehen dann mit dem rechten Fuß sozusagen mit der Sohle immer den Ball hinter uns her. Ab geht's. Hier wieder der Fußwechsel, das Ganze jetzt hüpfen auf unserem rechten und ziehen den Ball mit unserem linken Fuß hinterher. Da er das rückwärts so toll gemacht hat, probieren wir das Ganze jetzt auch vorwärts. Das heißt, wir hüpfen jetzt wieder auf unserem linken Fuß und werden den Ball mit unserem rechten Fuß immer Stück für Stück nach vorne anstupsen. Und auch hier wieder der Wechsel, weil ihr das so toll gemacht habt. Diesmal wieder auf dem rechten Fuß hüpfen und mit dem linken Fuß immer den Ball nach vorne schieben. Und als letztes noch eine Variante, wie ihr den Fuß auch mit der Sohle spielen könnt, nämlich mit der Seite. Ja, so ähnlich wie wir es vorhin beim Kreuzlauf geübt haben. Und zwar wird unser rechter Fuß den Ball so mitstreichen seitlich. Da stehen wir ja quasi über Kreuz. Unser linkes Bein geht dann wieder nach vorne, dass wir gerade stehen. Und dann können wir wieder mit dem rechten Bein den Ball wieder mitnehmen. Viel Spaß! So Kids, das war super. Ja. Wir haben jetzt einige Varianten durch, wie wir hier auf unserem Parcours dann immer vorwärts und rückwärts laufen können. Jetzt möchte ich aber, oder was heißt jetzt? Wenn ihr Lust habt und noch könnt, dann macht ihr das jetzt. Und wenn nicht, macht ihr das an einem anderen Tag.
gibt nämlich noch die Variante, das Ganze als Linienlauf zu machen. Ja? Also ihr fangt an eurem ersten Kegel an, macht die Übung bis zum ersten Kegel, oder dann wäre es ja dann der zweite Kegel, läuft wieder zurück zum ersten, zum dritten, zum ersten, zum vierten, zum ersten, zum fünften, je nachdem wie viele Kegel ihr habt, bis ihr am letzten Kegel seid, dann wieder zum ersten zurück und fertig seid ihr. Dabei könnt ihr alles Mögliche ausprobieren, was wir jetzt gemacht haben. Ihr könnt die Sachen auch kombinieren, von hier aus vorwärts hin, rückwärts zurück oder seitlich hin und geradeaus zurück, wie ihr dazu Lust habt. Ich zeige euch einfach mal ein paar Beispiele, was so möglich ist. Viel Spaß! Eine andere Variante ist noch, nicht nur der Linienlauf, sondern im Slalom. Ja, also Schlangenlauf, ihr lauft immer den Kegel links rein und rechts rein, immer im Wechsel, bis ihr am letzten Kegel seid, den umrundet ihr einmal und lauft dann auch wieder in der Schlangenlinie, also im Slalom, wieder zurück. Auch hier habt ihr verschiedene Möglichkeiten, ich zeige euch ein paar und dann könnt ihr das auch ausprobieren, wie ihr möchtet. Ja? Strebt so immer so 3 bis 5 Wiederholungen an, ihr könnt auch mehr machen, wenn ihr mal schlapp seid, könnt ihr auch weniger machen. Hauptsache, ihr habt immer Spaß dabei. So, das war's auch heute wieder mit dem Training. Ich wünsche euch noch einen fleißigen Weihnachtsmann morgen. Viele Geschenke. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, euer Tommy. Bleibt gesund.